Chat, wollen wir jetzt Leon Mascher gegen Stani gucken? Hätte ich Bock drauf. Leon Mascher, US Standard Skill, Champions Night, Abfahrt. Standard Skill und Abfahrt, let's go. Rein ins Video. Leon Mascher und ich glaube, die Boxer stehen bereit. Unsere YouTuber stehen bereit, so heißt es dann. Direkt mal an den Ersten. Der Boxer in der blauen Ecke. Ich rufe in den Ring. Liebe YouTube-Fans, ihr nennt ihn liebevoll Stani. Ich nenne ihn herzlich willkommen heute Abend hier in Hamburg im Ring. Stand up! Komm mit König Saki Power. Übrigens, als er reingelaufen ist, der ganze Chat nur voll mit Hampelmann. Oh nein! Habt ihr ihn gesehen gerade, Chat? Habt ihr ihn gerade gesehen? Er will Faust geben. Er will Faust geben. Und Stani so. Und er denkt so, oh fuck, Digga. Oh, der Arme. Was macht denn der Kameramann da, Digga? Und nun zu seinem Gegner in der roten Ecke. Er hat ein Heimspiel. Er trainiert hier bei Universum Box Promotion. Er ist so der geheime Initiator dieser gesamten Aktion des heutigen Abends. Er hat immer wieder gesagt, ich suche einen Gegner. Er hat gegen einen Bodybuilder geboxt hier in diesem Ring. Ich hätte auch Bock gegen Leon zu boxen, actually. Und hat gesagt, ich brauche jetzt einen Gegner. Er hat die Herausforderung rausgeschossen. Und es folgte genau der, der jetzt in der blauen Ecke steht. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, YouTuber all over the world, herzlich willkommen heute Abend hier in seinem Home Gym, in seiner Hood, Leon Mascher! Der bekommt so aufs Maul. Ja. Okay. Beides eingelaufen, Chat. Lass mal ein bisschen vorspulen, bis es gleich beginnt hier. Ey, aber ganz kurz, als Leon Mascher hier so stand, ne? Ich weiß nicht, Chat. Das ist doch ein Meme. Das ist doch ein Meme. Also, ihr könnt mir doch nicht sagen, dass ihr das gerade irgendwie ernst nehmen könnt. So, klar, also er macht ja jetzt nichts Beschissenes oder so. Aber es sieht irgendwie aus wie ein Meme. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, Digga. Das ist irgendwie ein Meme. Also, wenn ich das sehen würde, ich würde doch irgendwie lachen. Jetzt nicht als Disrespect, aber es sieht einfach lustig aus, Digga. Es sieht einfach lustig aus, keine Ahnung. Ladies and Gentlemen! Jetzt muss er auch einhalten. Viel Spaß und gut lachen wir raus. Geht. Ich denke, okay, let's go, wir gucken den Kampf. Jetzt muss er auch einhalten, was er gesagt hat. Ich bin gespannt. Ich so, Chat, Abfahrt, let's go rein da. Na gut, die Kämpfer sind bereit. Und ein letztes Mal am heutigen Abend. Viel Spaß zu Hause. Und herzlichen Dank. So, mir sieht der Helm schon wieder so groß aus bei ihm. Guck mal. Könnte sein, dass er verrutscht. Ja. Bruder, die gehen so anders auf sich los. Einfach, die gehen so anders auf sich los. Also das ist halt Wrestling. Bruder, die gehen so ander. Stani will da viel mit seinem Gewicht natürlich machen. Boah, Standardskill geht instant so, Bruder. Der hätte ich auch ein bisschen Schiss, wenn Standardskill auch so viel losgeht. Naja, der geht da ran wie Blöcker. Ja. Ja, der mal laufen. Aber Leon bewegt sich hier gut. Zirkelt rum. Auf jeden Fall der richtige Ansatz. Oh, die stecken hier aber gar nichts. Da ist wirklich Feuer dahinter. Ja, da stecken Emotionen dahinter auf jeden Fall, das sieht man. Richtig sauberen Treffer glaube ich noch nicht. Leon duckt sich schon sehr weg. Aber ich sagte eins, wenn der... Oder, also Fury, da hat doch jeder Schiss, wenn Standskill so auf dich losrennt.
Standard Kinze weitermacht, dann wären 6 Wochen lang. Ja. Diese Zuschauer, Alter. Standardwalze. Oh, ich glaube, da war der Rippenschlag gerade, Chat. Hier war der Rippenschlag. Ah, das vielleicht noch nicht. Ich kann jetzt gemacht, das auch ein bisschen Ja, auf alle Fälle hat der Marché Probleme da. Ja. Ich denke ja auch, das wird schwieriger natürlich das Gewicht sein, das versucht. Bruder. Das ist natürlich schwierig, wenn du den ganzen Tag auf dich zuläufst. Bruder, ey. Bruder. Ich glaube, das merkt er auch, wenn man ihn sagt. Was würde Mimi mit Leon machen? But I don't know, Mimi ist halt auch recht ziel. Also Mimi wirkt nicht so viel, ne, ist das Ding. Mimi ist glaube ich, schon trainiert gerade, aber ich glaube, er wirkt nicht so viel. Welche Runde ist das? Erste Runde. Also bin ich dann so nur auf der Flucht? Er muss auch irgendwie. Er muss natürlich versuchen, auszuweichen, alles zu kontern, ihn aufzutanzen und hoffen, dass seine Luft weggeht. Jawoll! Das wird aber kein Niederschlag. Nee. Aufgabe hier für Leon Marché. Ja, da dachte ich Leon, glaube ich, auch zum ersten Mal so jetzt gerade, ja, fuck, kacke. Also wenn er das durchhält. Jetzt kommt halt drauf an, wie stark ist er konditionell, der Stimmitzki. Bruder, da geht er schon rein, Digga. So haben wir einmal einen neuen Zuschauerstand. 750.000 schauen uns gerade zu. 750.000 Zuschauer ist schon krass. Das ist schon krass. Okay, wir gehen in die nächste Runde. Also 750.000 Michael Smolnik, sag mal so. Definitiv. Ich finde Boxen maximal langweilig, aber ich finde toll, dass Leon auf die Schnauze bekommt. Ah. So, bin mal gespannt. Zweite Runde. Zweite Runde. Ja, aber man muss sagen, er hat sich trotzdem gut gemacht. Also, Friends for Real, als Stani hat viel mehr. Er hat sich wirklich gut gemacht. Stani marschiert nach vorne, macht es aber auch genau richtig. Wie eine Dampfwalze kommt er da. Er macht es aber richtig. Genau so musst du kämpfen mit dem Gewichtsunterschied. Ja. Marché weiß zur Zeit nicht so richtig, was er tun soll. Also da wird er die Zunge raussteckt. Ja. Ist es die Unsicherheit oder versucht er da tatsächlich noch Kopfbrüchen? Ich glaube, das funktioniert am Stand nicht. Warum macht der Gegner noch nicht wütend? Das ist doch auch dumm. Der ist doch schon wütend. Lufttechnisch sieht es momentan noch gut aus, der Standard-Skill. Er drückt ihn einfach. Ja, klar. Und ich glaube, der Marché hat noch keinen Schlag abgebrochen. Nicht wirklich. Nee, keinen nicht Schlag abgebrochen. Getroffen. Kommt auch nicht wirklich ran. Jetzt kam eine gute linke Nachricht. Ich meine, es ist nicht nur das Gewicht, sondern es ist auch die Reichweitenvorteile von Standard-Skills. Also. Und muss man sagen, er hat einen Plan. Ja, also ich glaube, Standard-Skill hat sich definitiv Gedanken gemacht hier, wie er das Ganze über die Bühne bringt. Und das scheint bislang zu funktionieren. Na gut, in der zweiten Runde ist der Kräfteraum, weil er da gerade praktiziert. Aber es kann natürlich noch sein, dass Leon seine Zeit noch kommen wird. Wie steht's? Wer dominiert? Bro, hast du gerade beim Boxen gefragt, wie steht's? es steht 3-2 gerade übrigens, ne? Mhm. Und das wurde dann umschwenkt, aber momentan sehr, sehr schwierig für Leon. Sehr, sehr schwierig. Er dreht sich halt auch, ja, wollte ich gerade sagen, er dreht sich auch weg. Hey, schön, dass du wieder da bist. Ah, danke schön. Dick, was los hier?
Ja, die müssen sich was einfallen lassen. Robert Harutyunyan und sein Schützling. Okay, wir gehen mal zur nächsten Runde. So, Jürgen Langhus. Ja, aber gibt es da nicht irgendeine Punktebewertung oder so? Ich kenne mich da nicht aus in der Szene. Ja, am Ende gibt es halt einen Gewinner. Ja. Es gibt auch Punkte und sowas, aber das ist ein Showkampf, da gibt es nicht so. Da gibt es jetzt nicht so ein ganz, ganz krasses Punktesystem, sondern die Juroren stimmen halt für ihren Favorite dann quasi am Ende ab. Beziehungsweise wer mehr Runden gewonnen hat, so quasi. Aber das wissen wir als Zuschauer nicht. Hat in dem Kampf ein bisschen mehr zu tun als vorher. Definitiv. An Leon sieht schon ein bisschen mehr. Auch geil. Wie erstmal so auf den Nippel von Standardskill gezoomt wurde gerade. Digga, bin ein bisschen erregt worden. Vorher. Definitiv. An Leon sieht schon ein bisschen gehalten aus in der Sicht. Ich hoffe, dass er sich da nochmal erholt. Ja, kann er mal begegnen. Jetzt kommt das Kampf. Oder? Was ging daran ab? Ja, kann er mal begegnen. Jetzt kommt das Kampf mal ein bisschen raus von mir. Jetzt hält er dagegen schön. Boah, guter Dodge auch von Stani gerade. Guck mal, Leon macht jetzt den rechts außen Stani Bock, duckt sich echt gut weg, Digga. Da, Bruder, das war ein guter Dodge. Das war ein guter Dodge, Alter. Auch da, Bruder, der Dodge richtig gut. Der Dodge richtig gut. Aber er hat zumindest mal gezeigt, dass er noch da ist. Er ist noch da. Ich glaube, er ist noch nicht gebrochen. Noch nicht. Aber jetzt darf er auch nicht zurückziehen, sondern muss jetzt... Man darf natürlich nicht vergessen, dass das auch sehr, sehr kräftezehrend ist, sowas. Ja, ja, klar. Und dann noch aus den Emotionen raus, was der Leon hier gerade auch versucht. Leon kommt nicht dran. Stanski gibt ihm Bub und dann will Leon zurückschlagen und er macht Bub. Trifft nicht. Schwierig. Stanski dominiert hier eindeutig. Ich dachte, das ist wieder richtig, ja. Ja, und so drückt man halt auch so einen Angriffsschwall, ne, indem man drauflegt. Oh, da waren aber ein paar gute Treffer gerade von Leon dabei. Oh, er macht direkt ein paar zurück. Bruder, da gab es auch direkt ein paar zurück. Boah, die waren stark. Das sieht gefährlich aus. Oh, Leon kann nicht mehr. Er boxe durch offen wie Joint Door, das muss man nochmal sagen. Beide allerdings. Ja. Offener Schlagabtausch hier schon fast. Ja, ich glaube auch, dass Leon nicht klar hat. Das ist einfach nur noch ein bisschen dagegen halten. Aber man merkt schon bei beiden, das ist natürlich sehr, sehr kräftezehrend. Ja, Leon kann aber nicht mehr, der ist einfach down. Jetzt sag mal einer, das ist keine gute Unterhaltung, oder? Definitiv. Gute Unterhaltung ist auf jeden Fall, Digga. Unterhaltung ist hier auf jeden Fall gegeben. Das auf jeden Fall. Genau das gleiche Szenario haben wir hier. Boom! Ich bin mal gespannt. Da. Gegen Apo Red. Genau das gleiche Szenario haben wir hier. Ich bin mal gespannt, wie die Luft jetzt aussehen wird. Weil wenn das so weitergeht, dann wird das kein schöner Abend für Leon. Okay, Chat, wir gehen nächste Runde. Linksstück. Sehr stark. Vor allem auf Standardskill, das erste Mal. Nächste Runde, vierte Runde jetzt. Linksstück. Sehr stark. Vierte Runde. Ja, vor allem ist Mords Tempo drin in dem Kampf. K.O. Es ist aus. Standardskill gewinnt den Kampf durch TKO. Vor allem auch ein K.O., aber auch ein K.O. Also, dass du als ersten Kampf ein K.O. auch erzwingst, auch krass, Chat. Ist auch not bad. Ja. Unglaublich. Unfassbar. Standardskill gewinnt das Ding hier mit seiner unglaublichen Kraft als Dampfmaschine TKO in Runde. Technisches K.O., Chat. 5 war das, glaube ich, oder? 5. Runde. Da. Ja,
Ist ja auch egal. Also, Respekt. Hier nochmal die Szene. Da. Jetzt bam, auf die Rippe. So, da hat er diese Rechte nochmal voll genommen. Und jetzt schätze ich an Jürgen Langos. Der lässt sie da nicht rein. Aber auch krass ist, Leon hat dann noch nicht gesagt, Digga, Schiri, warum brichst du ab? Er hat schon bemerkt, so Digga, ich kann nicht mehr weiter. Weiter aufeinander einprügeln, ja. Hat gesehen. Starke Leistung. Das war's. Und starke Leistung. Hat er gut gemacht. Wie gesagt, er hat einen Plan gehabt von Anfang an. Ja. Den hatte Mascher nicht oder hat nicht umsetzen können zumindest. Und er hat direkt hier wie eine Dampfmaschine rausgekommen. So, mal ganz kurz zur Siegerehrung, Chat. 774.000 Zuschauern, Viewern über YouTube auf Universum TV. Na, das ist ein absoluter Knaller. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz eben. Applaus bitte schön dafür. Das ist ein. Es geht um den Sieg. Und sie lag durch. K.O. in der vierten Runde nach 30 Sekunden. Herzlich willkommen. Gratulation. Standard. Also, ein verdienter Sieger. Ja. Ich bedanke mich bei dir, Michael. Du musst noch für deinen Kanal, glaube ich, was machen, oder? Starker Kampf, war aber ein starker Kampf. Ich muss auch sagen, auch Leon hat gar nicht scheiße gekämpft, so, ne? Aber Star Skill wog einfach auch einfach viel mehr, ne? Und naja, ist größer, alles mögliche, von daher. Hat er gut gemacht. Lasst auf jeden Fall dann einen Daumen nach oben da und subt doch gerne rein und schaut doch gerne beim Originalkampf vorbei, ist auch unten verlinkt und ja, tschüss.